Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudia, mein Leben und mehr. Ja, die liebe Ellie vom Kanal Ellielicious und ich, wir haben uns überlegt, dass wir beiden High-End-Mäuschen uns mal des Luna Beauty Adventskalenders annehmen und würden gerne mit euch einfach mal schauen, wie diese Farben hier auf unser Lid kommen. Und ich muss wirklich sagen, in der Kamera kommen die Farben überhaupt nicht richtig raus. Ich bin jedenfalls total gespannt und aufgeregt, so richtig, weil ich von Luna Beauty immer sehr, sehr gute Qualität gewöhnt bin. Und dann hoffe ich mal, dass diese Palette meinen hohen Ansprüchen auch gerecht wird. Nicht wahr? Heute drücken wir uns geschwollen aus. Ach, ihr Lieben. So, ich hatte dieses Video hatte ich der lieben Ellie schon letzte Woche versprochen. Naja, und dann wurde ich halt echt scheiße krank. Ich bin immer noch nicht gesund. Also ich habe eben schon zu meiner Mutter gesagt, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich komme einfach nicht auf die Gänge, in die Gänge, wie auch immer. Und aber Schminken hat mir bisher immer ganz gut geholfen, um mich wieder aufzurappeln. Und deswegen machen wir das jetzt. So, ich nehme mal eben meine Pinsel. Die sind da hinten hingerutscht. Was wollt ihr denn da? Die sind nicht viel benutzt worden die letzte Woche. Ach ja. Okay, ich fange einfach mal an. Ach ja, aber dafür, dass es mir nicht so gut geht, sehe ich auch ganz gut aus. Ist okay. So, ihr Lieben, ich nehme meinen Fluffy-Pinsel und ich gehe in die Farbe. Oh, ja, wie die Farben jetzt heißen, weiß ich nicht mehr. Ich nehme diesen Karamellton auf jeden Fall. Und den trage ich mir mal. Ach, ist das herrlich. Schaut mal. Da ist überhaupt kein Kickback. Nix. Ach, herrlich. Das ist... Wow. Oh my God, I love this. Oh, ich liebe diese Farben. So. Die brauchen wir noch nicht aufbauen. Das ist einfach... Die sind da. Zack. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Farben Ellie sich aussucht. Die ist ja immer so mehr so die elegantere von uns beiden. Die macht das ja echt mit einer Wonne. Und bei mir muss es ehrlich gesagt immer schnell gehen. Ich möchte immer ein schönes Resultat, möglichst flott. Weil ich dafür einfach keine Zeit habe. Da nochmal ein bisschen auftragen und da nochmal, da habe ich keinen Bock drauf. Und auch keine Zeit für. Judge me. So, ich würde sagen, das reicht erstmal als irgendwie. Ich muss das nachher nochmal verblenden. Jawohl. Ja, das geht gut. So, zum Vertiefen nehme ich diesen wundervollen Schwarzton. Jetzt schauen wir mal. Ich tipsel da wirklich nur mal rein. Und nehme den in den Corner. Ist das ein Blau? Jetzt muss ich mal eben swatchen, Moment. Ne, ist ein Schwarz, okay. Interessant. Okay.
So, ich nehme einen anderen Pinsel, gehe in die Farbe, in dieses Gelbliche rein und versuche mir das so ein bisschen zu verblenden. Okay. Also ich glaube, nee, das geht aber. Okay. Jetzt habe ich mir hier. Naja, gut. So. Dann nehme ich noch als Grundierung, nehme ich mir aufs Lid diesen schönen Lindgrünton. So. Oh ja. Das gefällt mir. Und schaut mal das. Ich tipsel da wirklich nur einmal rein. Und habe einen wunderschönen Farbe auf dem Lid. Ich nehme noch ein bisschen mehr. Aha. Denn dann nehme ich nämlich dazu passend auch den Glitzerton. Das gefällt mir. So, und dann gehe ich in den... Ne, jetzt muss ich mir so den Finger sauber machen. Da ist immer noch schwarz dran. So. Wenn wir hier fertig sind, dann swatche ich die Töne nochmal mit euch. So, das ist gut. So, und dann nehme ich nämlich diesen schönen grünen Glitzerton. Guckt mal. Und gebe mir den in die Mitte vom Lid. Jo. Wunderschön. Und dann nehme ich mir noch einen schmalen Pinsel, so einen kleinen, nee, gehe nochmal in das Grün und trage mir den hier unten auf. Jawohl. Wow, der ist ja da. Meine Güte, krass. Das hat was. So, und dann nehme ich noch meinen winzig kleinen Finger und gehe hier in diesen Superschimmerton. Schaut mal. Und gib mir den einfach so in den Inner Corner. Und den verteile ich mir gleich noch. Ja, sehr schön. Dann nehme ich noch hier den kleinen Pinsel. Und verteile mir den. Hab ich rumgesaut. Aber so geht's. Okay. So. Als Wimperntusche habe ich mir diese hier von Benefit ausgesucht. Das ist die Super Curling and Lifting Mascara. Den Roller Lash. Genau, so heißt er. Der hat ja wirklich super feine Borsten. Damit kann ich super gut unters Auge gehen. Also in den unteren Wimpernkranz.
verliebtes Näschen. Jetzt habe ich mir fast ins Auge gestochen. So. Das gefällt mir gut. So, dann nehme ich mal meine Brille. Jawohl. Als Blush habe ich mir dieses kleine hier von Natasha Denona ausgesucht. Da gehe ich jetzt erst einmal in den Blush rein. Genau, das ist dieses Blush Glow Duo. Und ich finde, die ist ein bisschen trocken geworden. Hat ein bisschen Hardpan. Muss ich mal ein bisschen kratzen. Aber das ist auch ein bisschen cremig, deswegen. Aber nämlich eigentlich ist er noch da. Komisch. Sehr komisch. Mysteriös, sagt da irgendjemand immer. So. Und dann nehme ich aber noch den Highlighter. Ach, sehr schön. Aufs Näschen, aufs Lippchen. Gott. Unter die Augenbraue. Sehr schön. Gut. Okay. Aber irgendwie haben die Hardpen. Ich weiß auch nicht. Naja. Schauen wir mal. Das gefällt mir jedenfalls schon mal sehr, sehr gut. Dann nehme ich noch einen meiner Lieblingslippenstifte. Und zwar nehme ich diesmal den Petal. Genau. Den finde ich. Ist eigentlich mein Liebling. Ich weiß nicht, soll ich mir noch mal ein Backup holen? Ach, der ist so schön. So, ich würde sagen, jetzt swatchen wir nochmal die Farben von der Palette. Ich versuche immer den matten Ton mit dem passenden. Ach, was ist das denn hier? Mit dem passenden Schimmerton zu machen. So, da haben wir einmal dieses schöne Gelb und wir haben dieses schöne Gelb-Gold. Dann haben wir diesen Karamellton. Und da haben wir ein sehr schönes Gold. Richtig Gold-Gold. Jawohl. Fingerchen sauber machen. Dann haben wir das tolle Grün mit dem tollen Grün. Moment. Dieses Grün und dieses Grün. Wobei das ist hier ein Duochrome, ne? Seht ihr? Da ist es grün, da ist es so bronzefarben. Dann haben wir den dunkleren Braunton. Und dann haben wir dieses eisige. Wunderschön. Wow. Ist schon toll. So, und dann kommen wir schon zu den letzten beiden Farben. Da haben wir einmal dieses tolle Lila und Altrosa. Ah, nee. Oh, ich habe die falsche Farbe gegriffen.
Und jedenfalls das Schwarz. Und jetzt kommt erst das Altrosa. So. Das Schwarz. Und da ist das Altrosa. Also die Farben sind fantastisch. Da kann man wirklich... Da kann ich auch nichts zu sagen. Das ist einfach eine Qualität, die ist ab von dieser Welt, finde ich. Also neben Natasha Denona ist das hier wirklich meine... Na, jetzt geh doch ab. Ist das meine Lieblingsfirma. Das ist einfach der helle Wahnsinn. Wunderschön. Man sieht auch diese Farbverläufe. Ganz toll. So, ja, also die Palette, die kriegt natürlich einen Daumen nach oben. Ne? Ich liebe es. Ich bin einfach super geflasht. Das sind die Farben, das ist die Palette. Hoffentlich kriege ich davon gleich ein Foto hin. Ja, ihr Lieben, jetzt gehe ich auf jeden Fall auf den Kanal von der lieben Ellie. Und schau mir an, welchen Look sie gezaubert hat. Das ist meiner. Und ich bin wirklich zufrieden. Ich finde, ihr wisst ja, ich muss immer verschiedene Farben miteinander kombinieren. Ich kann das nicht anders. Ich bin nicht so die Ton-in-Ton-in-Ton-Maus. Bei mir muss es immer Kontraste geben. Und diese Palette, finde ich, da kann man jeden Ton mit jedem kombinieren. Also ich könnte auch... Hier das Grün mit dem Lila. Ich könnte das Schwarz mit diesem wunderbaren Roségold, aber auch mit Gelbgold kombinieren. Man könnte hier diesen Rotton, den kann man schön mit diesem Braun, aber auch mit dem Gelb und dem Schwarz. Das gäbe einfach eine gute, gute Kombi. Und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich damit. So, ihr Lieben. Jetzt, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen möchtet, weil ich mache sowas sehr, sehr gerne, neue Paletten ausprobieren, aber auch mal alte Paletten ausprobieren, dann lasst mir sehr, sehr gerne ein Abo da. Ne? Euch kostet das nichts, aber für mich ist das wirklich ja eine Belohnung und ich finde, die habe ich verdient. So, jetzt habt dort. Und schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was ihr von Luna Beauty haltet, weil das interessiert mich wirklich. Es ist ja keine so große Brand eigentlich, aber ja, klein, aber fein, würde ich sagen. Ne? Ihr Lieben, passt bitte auf euch auf. Bleibt oder werdet bitte gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und ja, es kommt die Herbstzeit, es kommt die Adventszeit. Und wir werden es uns sehr, sehr gemütlich machen auf meinem Kanal. Es wird einen Adventkalender jeden Tag geben. Und da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr viele mitmachen. Und das fände ich super klasse, wenn ihr eben die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Ihr Lieben, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Claudi. Muah.